Ja, herzlich willkommen, liebe Happy Trader-Freunde, hier zu unserem wöchentlichen Händler Live Trade. Wie immer stellen wir euch hier einen spannenden neuen Trade vor. Einer unserer Händler, in diesem Fall einer unserer Händlerin, nämlich Lisa, wird euch diesen Trade gleich vorstellen. Bevor sie den im Anschluss an diese Sendung auch direkt dann ausführen wird, wird sie uns aber erstmal erklären, wie sie charttechnisch oder fundamental diesen Trade sieht, das heißt also, wie die Chancen hier stehen und wie sie überhaupt auf diesen Trade gekommen ist. Und natürlich für euch ganz wichtig, ihr könnt diesen Trade und natürlich alle anderen Trades, die wir hier machen, unter heavytraders.live und natürlich auch in unserer App dann euch auf jeden Fall nochmal anschauen. Nicht nur diesen Trade, viele andere Trades auch, aber jetzt geht es erstmal natürlich um diesen Trade und da fragen wir Lisa einfach erstmal, Lisa, wie war dein Tag und vor allem, was hast du uns mitgebracht? Ja, hallo liebe Andreas, hallo liebe Zuschauer. Ich habe mir heute den Pfund US-Dollar einmal rausgesucht, weil ich finde, der sieht heute eigentlich sehr, sehr schön aus für eine ja, entsprechende Position. Und ja, das stellen wir dann einfach gleich mal vor. Okay, uns interessiert natürlich vor allem, ob das mehr Schwerpunkt Charttechnik ist, was wir ja sehr viel hier bei Heavy Traders machen, oder ob du da auch einen kleinen fundamentalen oder größeren fundamentalen Ansatz hast. Ich habe da vor allem einen charttechnischen Ansatz gewählt. Ich würde sagen, da gucken wir auch mal direkt rein, also in den Chart. Wenn wir uns hier diesen Chart anschauen, dann sehen wir, dass wir hier im Pfund US-Dollar eine sehr, sehr schöne Aufwärtsbewegung gerade auch hingelegt haben. Wir sind gerade wieder so ein bisschen runtergekommen, haben hier gerade unterhalb so eine Zone angetestet. Hier im Pfund US-Dollar, die natürlich auch sehr, sehr schön hier zu dem Aufwärtstrend passt. Zudem haben wir da natürlich dann auch ein entsprechend schönes Korrekturlevel angelaufen, und zwar das 78,6er Korrekturlevel, was natürlich jetzt drei Bestätigungen sind für diesen Trade, sprich den Aufwärtstrend, die Zone und das Fibonacci-Level. Dazu kommt, dass wenn wir uns auch den Dollar-Index anschauen, wir im Dollar-Index auch gerade in einer möglichen Korrekturzone einfach gerade drin sind. Der Dollar wird ja gerade auch immer schwächer, was natürlich dann auch sehr vorteilhaft ist für den Pfund US-Dollar, weil natürlich, wenn der Dollar schwächer wird, würde der Kurs zum Pfund natürlich auch weiter nach oben steigen und natürlich auch ein schwacher Dollar ist natürlich auch immer sehr, sehr gut für die US-amerikanische Wirtschaft. Das ist ja auch das, wo man gerade so ein bisschen auch dran arbeitet, dass da auf jeden Fall wieder Besserungen stattfinden und dementsprechend finde ich, dass das gerade alles sehr, sehr schön passt zum Pfund US-Dollar, also die Charttechnik stimmt, die fundamentalen Gegebenheiten auch einigermaßen, das Umfeld vom Dollar und dadurch ergibt sich dann natürlich eine entsprechend schöne Long-Position. Oh, das hört sich ja schon mal ziemlich interessant an. Und interessiert uns natürlich auch so ein bisschen bei diesem Trade, womit du den umsetzen möchtest. Also welches Instrument hast du dir daraus gesucht? Zum einen, zum anderen ist natürlich auch ganz für uns wichtig, das Chance-Risiko-Verhältnis, also das CRV, wie sich das gestaltet. Ja, das CRV ist, also ist halt im Swing-Bereich immer eh so ein bisschen kleiner, ist 1 zu 1,5. Umsetzen möchte ich das Ganze mit einem entsprechenden Zertifikat und das Zertifikat hat die WKN UK8031 mit einem Hebel von 19,78 und einer K.O.-Schwelle von 1,18116 US-Dollar. Wie gesagt, CRV ist ungefähr bei 1 zu 1,5. Ich möchte damit nämlich ein ganz so hohes Risiko eingehen, einfach aus dem Grund, dass ich halt schon auch entsprechend in den Währungspaaren investiert bin. Nichtsdestotrotz sehe ich da halt eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, da jetzt auch nochmal einzusteigen und möchte die mir auf jeden Fall nicht durch die Latten gehen lassen. Ja, besten Dank, Lisa. Ihr habt es also gehört, sie ist da sehr optimistisch, was die Schwäche des Dollar und natürlich die Stärke anderer Währungen, vor allem jetzt in dem Fall natürlich das Pfund angeht. Wenn ihr natürlich mitbekommen wollt, wie dieser Trade umgesetzt wird, wie er ausgeht, dann registriert euch unter heavytraders.live oder schaut bei uns in die App. Wir werden den dann direkt im Anschluss an die Sendung natürlich umsetzen. Und in unserer Sendung 15 Uhr Wall Street Vorbörse und natürlich Livehandel am Nachmittag 15.30 Uhr, da erfahrt ihr natürlich noch mal mehr zu diesem Trade. Wir freuen uns, wenn ihr dann einschaltet, vor allem, wenn ihr dann mal auf der App vorbeischaut. Da gibt es ja natürlich noch mehr Trades außer diesem einen. Aber um den geht es natürlich dann gleich. Bis dann.